Jo, herzlich willkommen. Ich bin's, Goal, dein Retter. Goal, ich bin's, dein Retter. Hat's eigentlich weh, als du vor mir gefallen bist? Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen das bist? Das nehmen wir. Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Okay, Goal, ich bin's, dein Retter. Ritzel, Fritzel, Britzel. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, 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 Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen Ritzel, Britzel, Britzel. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmel, Fremmel, Hugelwugel? Hugelwugel? Basel, Fasel, nimm, nimm, nimm. Mammelframs? Bimfidibum, klopp, klopp. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Jemand zu Hause? Haus, 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 Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Komm zu dir. Sup, sup, sup. Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Okay, das ist voll klar. Also, jetzt können wir eh nichts mehr anderes ausführen. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, klem, tataratet. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend, ran, drauf, auf, ab. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? So. Damit ist auch der nächste Plan, nach Elysium zu kommen, gescheitert. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir ein freies Funkgerät finden, um denn mit Cletus zu reden. Eigentlich wollte ich hier irgendwie so einen Heliumballon um den Kopf ziehen oder so. Oh, was haben wir hier? Das hat sich natürlich alles wieder geändert. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus. Tut der Kopf noch weh? Diesem Kaffee ist was mit Gold. Ich muss ruhen. Kleine Notfallen, können Sie einen Augenblick mit ihr allein lassen? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt.
und ich halte das für sehr vernünftig. In Ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen, selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Okay, ich lerne Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Gut, dann ist egal. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Okay, dann... Das ist auch wieder gelöst. Dann gehen wir mal raus und gucken mal, ob wir irgendwo ein Funkgerät finden. Hier ist doch vielleicht was bei uns so jetzt los. Und so macht einen guten Kaffee. Draußen wäre ja ein Funkgerät. Vielleicht können wir das mit dem Erdmagnetfeld irgendwie. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Funkgerät. Mal gucken, wo die eigentlich jetzt alle rumharzen hier. Die ganzen Leute. Er wurde auch beklaut. Und alles. Juckt ihn aber nicht. Okay, Mann, jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir ins Rathaus. Die sind ja jetzt alle weg, die ganzen Leute. Ach, warte mal, ist nicht beim Bürgermeister im... Die Post ist noch zu, aber hier ist doch... Ah, nee, ist ein Fernschreiber, ist kein Funkgerät. Gegensprechanlage. Vielleicht kann ich da irgendwie was umpolen. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier. Kein Grund nachts. Okay, nee, ja. Das passt aber immer noch dabei. Wo sind alle diese Leute, frage ich mich. Sie hat mich nicht vorge... Zur Post kommen wir auch nicht, ne? Ich nee, sag... Okay. Anders können wir auch nicht hin. Vielleicht vor die Stadt. Das ist auch nichts groß, ne? Nee. Auch alles das gleiche. Na, hier hoch kommen wir nicht, ne? Nee, da kommt man nicht hoch. Die Feuerwehrleiter ist weg. Ja, wo sind die denn alle? Was zu Toni? Ich wollte mich verabschieden. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ich muss weg. Och man, das gleiche hier. Ich glaube, der Papagei muss noch da oben auf die Stange drauf, da bin ich mir ziemlich sicher, aber... Ich will wissen, wo die alle sind, das kann nicht sein. Hier ist eine Klingel. Kann ich hier irgendwas umpolen? Vielleicht hier mit. Was? Scheinbar auch nicht. Dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht gibt es da ja irgendwie was zu. Hier ist gar nichts mehr. Verdammt. Das Fernrohr bringt wahrscheinlich auch nichts, was in unserem Zimmer ist. Mal gucken. Was kann man machen? Ich kann ja auch mit keinem mehr reden. Die sind ja auch alle weg halt, ne? Was mit Hernig? Hallo nochmal. Ah. Bis bald. Den Sprengpad habe ich ja schon. Er hat auch nichts zu sagen, wahrscheinlich, ne? Lonzo. Ah, bist du gekommen, um mir beim... Ah, ist grad schlecht. Ich komm später. Nein, der hat auch nichts zu sagen. Fuck, wo kriege ich denn so ein Funkgerät? Der habe ich jetzt blöd, oder? Boah, was? Ich geh nochmal ins Rathaus. Wir müssen dieses... Warte mal. Dann bräuchte ich nochmal diesen Plan hier. Den bräuchte ich mal. Mann, wo kriege ich so ein Funkgerät her? Ich zieh nochmal eine Karte. Ich habe lange jetzt heißt... Okay. Wofür ich all... Vielleicht den Bürgermeister aufwecken? Ach, da ist ein Mikrofon. Okay. Super. Hab gar nicht gesehen vorhin. Vielleicht funktioniert das ja. Der pennt ja hier.
Er ist und bleibt ein... Ein Penner. So, jetzt haben wir das. Oh, wir sind erst Backup. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, hat keiner gesehen. Ups. Jetzt haben wir das Mikrofon. Das können wir doch jetzt bestimmt umpolen. Warte. Dem Teil. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Ein Adapter. Ist das vielleicht da? Kein Grund, Alarm zu schicken. Ich habe alles so. Irgendein Teil brauchen wir ja jetzt noch. Wie? Da fehlt klein, großer. Kommt das da drauf? Oder ich suche das Pa. Die Pongs an der Buchhawaii auch nicht. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert bei der hiesigen. Da fehlt kleine, großer. Mann, wo krieg ich so einen Adapter jetzt her? Ich guck nochmal überall nach. Hier bei Wenzel. Bei Wenzel ist nichts. Ja, oben war ja auch nichts, ne? Also, ja, kann man bloß den Kaminofen auf und zu machen. Oder kann ich da finden? Ne, ich glaube nicht, oder? Das Mikrofon in den Kamin stecken? Ich gucke mal nach, weil das wäre dann ja aus dem Schornstein raus. Da fehlt ein klein großer Adapter. Bei Toni. Es ist zu nützlich. Da fehlt ein kleiner, großer Blödsinn. Es ist zu nützlich, sagt er. Da fehlt ein kleiner, großer. Die Sache hat schon ein. Sie braucht. Nee. Okay, wieder raus. Ah, warte mal. Vielleicht unser. Vielleicht die Klingel oder sonst unser Mikrofon, unser Fernrohr oben im Zimmer. Vielleicht hiermit. Was? Da klingelt er bloß. Ich will mal hochgehen. Irgendwie müssen wir mal gucken, wo wir das jetzt anbauen können. Ich weiß noch nicht, was ich sonst mit dem Teil kombinieren soll. So. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Kann ich den Standard? Ne, kann ich immer mit dem. Die guten Bolzen schneller, Mensch. Kann ich auch nichts anbringen. Verdammt, wo kriege ich jetzt ein Teil her? Wo kann ich dieses Fernrohr aufsetzen? Ah, Mann. Ja, bei Toni waren wir ja schon. Wir waren doch jetzt schon überall. Wir können höchstens noch hier oben gucken. Ja, können wir es nur auf den Baum setzen, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Reiß uns da den Kopf ab dann. Da fehlt ein kleiner großer. Was ist denn so ein Adapter jetzt her, Mann? Da fehlt ein kleiner großer. Kleine Klinke auf großem Blödsinn. Da fehlt ein kleiner großer Blödsinn. Da fehlt ein kleiner großer. Mann, keine Ahnung. Ich geh nochmal. Springsignal. Ich habe. Mann, so Mist. Was ich finde. Das war's wohl wenigstens. Ich geh nochmal ins Rathaus. Vielleicht hier. Kleine Klinke. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Kleine Klinke, großer Blödsinn. Blödsinn ist ja wahrscheinlich das, was wir damit vorhaben. Da fehlt ein kleiner, großer Ich habe das Rätsel um das geheimnisvolle Emblem gelöst. Schade, dass keine Geschichtsschreiber hier sind.
Andererseits, es reicht wohl, wenn ich Ihnen die Kurzfassung erzähle. Da fehlt ein kleiner großer Blö... Mann. Kann nicht sein. Ich sag das Postamt. Ich hab's. Ich muss die Uhr klauen. Und dann irgendwie im Postamt locker. Und jetzt vorsichtig. Jawohl. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Den Treter kann ich auch wieder einsammeln. Super. So, und was haben wir noch hier? Sonst nichts, der pennt nur. Hier. Freunde, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Hier noch einen kleinen Cut und bis dahin. Ciao.